Heiße Temperaturen, noch heißere Looks und brandheißes Feuer. Die Sandburg brennt. Einen Abend lang wird hier die Burning Burg gefeiert im Zuge des 9. Geburtstags von Österreichs führender Visagistenschule. Dabei steht sommerliches Styling im Mittelpunkt mit Sand im Haar und Glitter auf der Haut. Ein Magnet für viele Gäste aus der Mode- und Beauty-Welt. Silvia Schachermeier etwa ist extra aus Palma angereist, um hier in der Burning Burg mitzufeiern. Ja, ich liebe das absolut, wenn man geschminkt wird oder frisiert wird. Es ist sehr entspannend. So auch Nicole Kern und Daniela Zivkov. Sehr viel Glitzer natürlich gehört da dazu, Festival-Look. Man darf ja wieder endlich mal feiern und ich glaube, heuer hat es jeder richtig genossen. Perfekte Kombination, oder? Man lässt sich ein bisschen stylen, fühlt sich dann nur viel schöner und ist dann bereit für die Party. Also ganz wieder ein tolles Motto. Schönheit ist vielen Mädels schon von klein auf wichtig. Die eine oder andere träumt vielleicht heute schon davon, eines Tages selbst Miss Austria zu werden. Boah, Mama, wann geht's los? Also wir haben nur ein paar Jahre zum Vorbereiten. Mal schauen, was dann wird. Ich habe bei der Mama geschaut, wie sie das macht. Und da hat sie gebürstet und so und geschminkt. Natürlich halt ein bisschen Make-up schon, aber nicht zu viel. Ja, auch wenn die Eltern eine Kosmetikfirma haben, wirklich von klein auf, weil da sitzt man schon in den Visagistenseminaren mit 8, 9, 10 Jahren. Und ich war immer gern Prinzessin, bin's heute noch. Schöne Schminke darf kein Zufall, sie muss erlernbar sein. Dann passiert eine echte Verwandlung, auf Italienisch Cambio. Claudia Kriechbaumer weiß das und hat vor 9 Jahren ihre gleichnamige Beauty Academy gegründet. Seither haben sich viele Stars und Prominente von ihr und ihrer Partnerin Malis Pinsker verschönern lassen. Besonders imponiert haben wir gerade die großen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Boris Dearie, die ich schon schminken durfte, oder den David Hasselhoff, die man dann persönlich kennenlernt und merkt, es sind auch nur Menschen. Die Geissens zählen zu meinen Kunden, die Gina Lisa zum Beispiel. Jetzt schminken wir den Harald Klöckler wieder. Also wir sind ja ganz, ganz viel auch mit unserer Visagistenagentur unterwegs. Das heißt, es bin ja nicht nur ich als Make-up-Artist, sondern wirklich auch unsere gesamten Schülerinnen, die ich da meistens mit ans Board hole. Schönheit ist aber nicht nur etwas für Frauen. Hattest du schon mal Make-up im Gesicht? Ja, und ich werde auch heute noch Make-up im Gesicht haben. Weil? Naja, es gehört dazu und es ist mir egal. Schminken ist auch hier ein Thema. Weniger. Aber der gute Look. Die Experten für lange Haare. Und selbst das beste Model. Ja, genau. Die Burning Burg, ein Spektakel, bei dem vieles brennt, nur nicht der Sand.